Hallo, in diesem Video schauen wir uns an, wie schnell der Golf 8 GTE von 0 auf 100 km/h klettert. Viel Spaß dabei! Um den Golf GTE möglichst schnell zu beschleunigen, muss man noch zwei Einstellungen vornehmen. Als erstes muss man in den Hybridmodus wechseln und anschließend in den Sportmodus. Dies geht über den Mode-Schalter oder über den Gangwählhebel, indem man dies ganz nach unten drückt, bis man von D auf S kommt. Anschließend ist es notwendig, in Fahrzeug hineinzugehen und da nochmals von rechts nach links wischen. Da hat man dann die Möglichkeit, auf Bremsen zu tippen. Ist dies getan, muss man diese noch in ESC Sport stellen, nur so lässt sich die Launch Control aktivieren. Ist dies getan, muss man Gaspedal und Bremse bis zum Anschlag durchdrücken. Nun kommt man in das sogenannte Launch Control Programm. Lässt man nun die Bremse los, so hat man die maximale Beschleunigung des Autos. Die Beschleunigung ist wirklich gut, sogar etwas besser als die Werksangabe von VW. VW nimmt hier den Wert 6,7 Sekunden von 0 auf 100. Wir haben jetzt hier 6,54 etwa gemessen. Ich finde wirklich, die Beschleunigung macht Spaß. Der Elektromotor zieht direkt zu Beginn mit seiner brachialen Kraft voraus. Die Vorderachse blockiert durch das Durchdrehen die gesamte Kraftentfaltung etwas. Dennoch, man kommt wirklich schnell auf 100 und gerade für Überholvorgänge oder ähnliches, einfach den Spaßfaktor ist auf jeden Fall gegeben. Ich freue mich nun über ein Like und Abonnement des Kanals. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.